Hallo und herzlich willkommen hier bei letsplays.org zu einem neuen Let's Play von Bloodborne. Wir sind immer noch in der Hemwig-Knochenstraße und sind ja in der letzten Folge leider gestorben. Kann man leider nichts dran ändern, aber wir... Na, komm, geh bügeln, du dumme Hexe. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin frauenfeindlich. Ich hab's mir in der letzten Folge verkniffen, aber diesmal, Wayne. So, hier irgendwo läuft auf jeden Fall noch eine nette Dame rum, die eine oder andere. Wir laufen hier mal so ein bisschen durch. Wir können uns jetzt hier dann... Boah, da haben wir der aber hier schön mal einen reingedrückt. Und wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Da kommt schon die nächste. Ja, liebe Frau Hexe. Die haben wir eigentlich auch hier ganz gut im Griff, diese Teile. Alter! Ja, manchmal sind die dann doch ein bisschen schneller, wie man denkt. Die sind ja halt sehr dünn, ne? Oh. Die zerfallen ganz cool. Na, komm doch her. So, im Endeffekt verwandeln sich die Monster ja nur noch ein bisschen so. Na, da oben kommt jetzt die Molotow-Cocktail-Schmeißerin, die so ein bisschen Welle macht. Die kann ja auch gerne hier die Molotow-Cocktails schmeißen, aber nicht auf mich. Das heißt, wir sind hier gleich eigentlich recht schnell durch. Ah, und jetzt fällst du in den Abgrund hinein. So. Im Endeffekt, jetzt kennt man sich ja hier schon so ein bisschen aus. Wissen wir schon, was auf uns zukommt. Na komm. Die haben jetzt auch nicht mehr so den Effekt, wie sie mal hatten, so am Anfang des Spiels. Na, kommst du auf mich zugerannt? Ja, machen wir halt so. Du dickbäuchiger Mensch. Gut, ich bin jetzt auch nicht schlank, aber was soll's. So. Da haben wir noch eine Molotow-Cocktail-Schmeißerin. Der können wir auch mal eben hier ganz schnell einen aushebeln. Und, ach so, ja, genau. So. Die haben auf jeden Fall unheimliche Laute. Geben die vor sich mit diesem... Und, hier vorne kam doch noch so ein Vieh, genau. Ah, der hat ein paar Blutechos für mich. Alter! So. Da haben wir ihn. Ich glaube, der hat uns gerade eben das Leben ziemlich schwer gemacht. Wieso konnte ich den jetzt nicht anvisieren? So, da drehen wir uns mal eben hier in die Massen rein. Hier haben wir dann auch schnell. Hier sammeln wir noch einen Kiesel und... Achso, der hatte auch noch einen Kiesel. Achso, und der nächste. Was ist denn hier los, ey? Boah, direkt haben wir hier 22.899 Blutechos. Nehmen wir den Aufzug oder gehen wir hier weiter? Kann man hier überhaupt weitergehen? Oh, nee, das sieht jetzt nicht so aus, als wenn die möchten, dass wir hier weitergehen. Da vorne ist aber eine Leiter. Beziehungsweise eine Brücke. Die will uns bestimmt hier so runterschmeißen. Und da oben wartet noch ein Fettsack auf uns.
Nette Beschreibung habe ich hier. Hier haben wir noch was. Knochenmarkkasche. Nein! Nee! Was ist denn mit dem los? Der hat ja mehr Ausdauer wie alle anderen. Ja, da müssen wir uns jetzt hier halt nochmal ansehen, wie ich durch die Hemwig-Knochenstraße durchmarschiere. Das ist auf jeden Fall echt bitterböse. Ich möchte auch mal gerne wissen, warum da so ein Aufzug mit so einem Gerät steht. Irgendwas ist da vielleicht nicht so in Ordnung. Ja, da sind wir wieder hier in der Knochenstraße. In der Hemwig-Knochenstraße. Na? Oh, brennen, die können sogar sprechen, das ist krass. Die sprechen sogar recht deutlich für ihren Beruf. Die eine da am Tanzen, die tanzende Hexe. Alter. Jetzt stellt euch doch mal vor. Ihr müsstet Jäger sein. Und an solche Hexen. Oh mein Gott. Ich würde weinen. Ich würde weglaufen, ganz ehrlich. So, jetzt kommt ja hier nochmal dieses Monster. Dann drücken wir hier mal ein, zwei Schüsschen rein. Und noch Molotow-Cocktail hinterher. Ja, ja, ja. Alter. Alter, hör auf jetzt, ich sterbe. So. Da oben kommt sein Haustierchen. Den habe ich. Oh, der sah jetzt echt krass aus. Na, komm her. Lauf nicht weg vor mir. Du hast eh keine Chance gegen meine. Mit der habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Obwohl man das eigentlich immer sollte. Generell so in Bloodborne solltest du überall mit allem rechnen. So, wo sind wir jetzt hier? Ich glaube, hier oben kommt jetzt noch so eine Molotow-Cocktail-Schmeißerin. Oh! Ja, die sind zwar mittlerweile schon ein bisschen krasser. Also das liegt natürlich auch an der Einsicht, die wir hier eingesammelt haben, die wir erreicht haben. Weil durch die Einsicht verstärken sich auch die Gegner. Je mehr Einsicht du hast, desto schwieriger wird das Ganze. Das haben wir erfahren. Hau ab! Kann doch nicht sein hier. Also, mehr Einsicht, mehr Schwierigkeit. Aber du brauchst natürlich auch Einsicht. So, den haben wir dann auch ganz schön weggedeichselt. Nein, ich will den da. Ach so, der stellt sich tot. So, ich glaube, da hinten stellt sich auch noch jemand tot. Eigentlich müsste der mir doch jetzt hier mal ein bisschen was geben. Der hier stellt sich auch tot. Ja, eigentlich würde ich ja schon gerne mal darunter. Hier ist nichts mehr. Gerät bedienen. Das Gerät funktioniert derzeit leider nicht. Schade. Also geht das auch nicht. Müssen wir auch wieder hier durch. Hier ist ja noch diese eine Hexe unterwegs, die uns so ein bisschen so das Leben schwer machen möchte. Aber da kennen wir uns ja schon ganz gut mit aus. So, dem hauen wir erstmal Molotow-Cocktail. Ah, oh, der hat Blutechos.
Oh, und da sind wir runtergefallen. Nein! Ich bin so ein Holzkopf. Ja. Was machen wir an dieser Stelle? An dieser Stelle, unterbreche ich das Ganze einfach mal. Bedanke mich dafür, dass du zugeschaut hast und hoffe, du schaltest auch in der nächsten Folge von Let's Play Bloodborne ein hier bei letsplays.org. Ich bin der Christian und wir sagen bis demnächst. Ciao!